also keinerlei irgendwie Energie da draus. So. Davon kannst du die Mutter nicht laufen lassen. Kannst du, und deswegen sind wir wieder bei unserem Thema braunes und weißes Fett, dieses typische Fett, diese Bierwampe bei den Männern. Das geht natürlich alles da in die Region, wo der sagt, hier alles klar, ihr seid hier leere Georgies, ihr könnt direkt mal nach da schön an die ins Männer Lager tippen oder schön hinten hier auf die Hüfte auf dem Orang-Utan oder vorne auf die Kanne, Alter. Da geht's jetzt, da schaffen wir das erstmal hin. So, das wollte ich auch noch mal kurz dazu sagen, weil die meisten Leute das gar nicht wissen. Du kannst an einem Abend gar nicht so viel tanzen, wie du teilweise Alkohol trinkst, wenn du ausgehst, ja, um das Ding wieder abzubauen. Naja, du musst halt überlesen, also müsst du mal überlegen, wie viel, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Riesenteller Pasta isst, mit also einem Spaghetti Carbonara, hier Spaghetti, also ein Bolognese-Teller oder so, ne? Ja. So, das ist halt, wenn du einen Liter Bier trinkst, hast du schon mehr Kalorien zu dir genommen. Also das ist halt, richtig. Ich glaube, die Leute unterschätzen dann gerne, wenn sie dann halt irgendwie vier große Bier trinken und sie dabei was essen, dann hast du halt eine Mahlzeit oder anderthalb Mahlzeiten zusätzlich zu dir genommen. Und der Mensch ist ja nicht